Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende, deine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Heute wird es wirklich nur eine ganz kleine, denn ich war bei Rossmann und dachte, ich zeige euch das mal. Ich habe noch überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber da sind so ein paar Highlights dabei. Es ist aber insgesamt nur ein kleiner Mini-Haul. Meine Hand sah gerade so orange aus. Nein. Das ist ein kleiner Mini-Haul. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und schauen wir mal, was ich so ergattert habe. Ne? Ganz wichtig bei Rossmann, wenn ihr da seid, aber das wisst ihr alle, ihr seid alle Profis, immer die Coupons aus der App benutzen. Ihr habt mindestens 10% und ganz oft noch andere Angebote. Wisst ihr alles. Nicht vergessen. Ich fange mal an mit mit der Badewanne. Ich fange mal an mit der Badewanne. Ursprünglich wollte ich gar nichts für die Badewanne holen und dann ist es ausgeartet. Ich kann da nichts für. Ja, so. Ich bin auch heute, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ich bin sehr auf Babyface unterwegs. Also ich habe heute nichts mit meinen Augenbrauen gemacht. Ich habe keine Kontur. Ich bin heute, irgendwie war ich heute in Pastelllaune. Und habe tatsächlich auch nur so eine Pastellpalette benutzt. Ich habe eine Mascara entdeckt, Leute. Ich glaube, ich finde die richtig gut. Das ist eine Schicht. Berichte ich euch mal. Ich probiere die mal weiter aus, aber ich bin jetzt heute irgendwie einfach nur so in ganz normal Dani-Alltag. So, kein großer Look, aber ich war shoppen. Ich habe das gesehen. Ich musste es natürlich kaufen. Es ist ein Schaumbad. Schaummärchen mit einer Meerjungfrau von TTZ wieder. Creme-Badepuder mit Veilchen und Vanilleduft und pflegendem Schaum. Mit Glitzereffekt steht ja auch noch drauf. Rieche ich irgendwas? Ich vermute, es wird mehr nach Veilchen riechen. Dann. Aber ich musste, ich habe nicht mal geguckt, wonach es riecht. Ich musste es mitnehmen. Und von TTZ hatte ich letztens auch im Aufgebraucht, verlinke ich euch hier oben, einige Badeschaume, Schäume, Pulver, wie auch immer. Und das schäumt halt richtig gut. Und daher glaube ich, das ist gut. Dann habe ich nochmal nachgekauft. Das war, da gab es ja diese Disney-Prinzessinnenreihe. Wir hatten Ariel, Cinderella, Jasmin und Belle. Und ich fand Jasmin tatsächlich am besten. Und da habe ich mir heute noch eine mitgenommen. Oh, es riecht wirklich so richtig warm nach Badewanne. Orange und Jasmin ist das. Super cool. Dann habe ich mir diese Badeperlen mitgenommen. Die haben mich angelacht. Ich musste natürlich, ne? Meine Tochter steht so auf Baden zurzeit. Und dadurch habe ich jetzt Nachschub geholt. Badeperlen Isana Kids. Nö, ist auch für Mutti. Ariel. Ich habe es weggenommen und dahinter hat er mich angelacht. Und dann musste ich ihn natürlich auch sofort mitnehmen. Für meinen Sohn. Ich habe euch die Eternals-Palette getestet und geschminkt. Ist das Video schon da? Wenn ja, verlinke ich es euch auch. Da habe ich es euch ja erzählt. Marvel, ne? Das ist unser Thema. Und deshalb kommt gut auch noch mit. Dann habe ich, was soll ich denn tun? Die auch noch mitgenommen. Wie süß ist die denn? Mermaids Only, Badeschaum für Wassernixen. Oha, Pfingstrose, Mandelmilch und Kokosnuss. Kann sein, dass es überhaupt nicht meins ist, aber es sieht einfach so cool aus. Von Dresdner Essenz ist das. Habe ich noch nie gesehen. Mega, musst du auch mit. Und den fand ich auch cool. Hashtag NoFilter. Dieses Produkt braucht keinen Filter. Glamour Badeschaum, Just Glow Girl. Duftprobe. Das riecht ganz gut, aber ganz leicht. Vanille Cassis Orchidee. Ja, Cassis würde ich auch sagen, richtig gut. So, da bin ich mal gespannt drauf. Glamour Badeschaum. Es fühlt sich auch an wie Knete, also es wird Puder sein oder so. Bin ich mal gespannt. Seht ihr im Aufgebraucht, ne? Ich habe noch mehr gekauft aus der Kategorie, das zeige ich jetzt aber nicht. Das ist für jemanden. Und dann habe ich mir noch eine Lippenmaske. Das Video werdet ihr bald sehen, so was ich für jemanden geholt habe. Und dann habe ich mir noch so eine Lippenmaske geholt. Die war irgendwie runtergesetzt im Ausverkauf. Und ich finde Lippenmasken mittlerweile ganz cool. Wobei die von Yuti hatte ich noch nicht. Die ist in der Mitte offen. Mal gucken, wie gut ich die finde. Fällt mir gerade auf. Ich finde es mittlerweile ganz cool, diese großen Lippenmasken. Aber in der Mitte offen weiß ich noch nicht. Dann habe ich noch eine Badekugel mitgenommen. Diesmal Rapunzel. Rapunzel hatte ich noch nicht. Oh, ist schon kaputt. Schade. Und Rapunzel riecht nach Erdbeere. Passt wieder gar nicht, aber ich glaube, könnte ein guter Geruch sein für meine Tochter. Sie steht drauf. Kaugummis habe ich mir geholt. Ganz groß. Dann habe ich mir geholt
Eine neue Haarfarbe, Country Colors. Ich bin ja auch gerade auf, jetzt seht ihr es gerade eh nicht, ne? So, auf so natürlich rot. Und dachte, ich färbe mal nach, ich probiere mal ein bisschen nach. Das ist eine Intensivtönung, keine Farbe. Und es soll tatsächlich richtig rot werden. Werden wir sehen. Ich werde berichten. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Und es war super günstig. Es war irgendwie runtergesetzt auf 2,90 € oder so. Also probieren wir aus. Und dann. Ja, jetzt wird es, glaube ich, interessant. Obwohl, eine Sache habe ich noch. Ich habe Retinol gesucht. Ich möchte an Retinol ran. Ich habe mich so ein bisschen informiert. Maxim hat letztens auch ein cooles Video gemacht. Also da ging es eigentlich um was ganz anderes, aber dann ist er ein bisschen abgeschweift zu Retinol. Und da habe ich mich auch wieder so daran erinnert, dass ich hatte mich auch mal informiert und bin dann wieder so ein bisschen reingetaucht. Und Retinol ist ja eigentlich so das Beauty-Produkt, der Inhaltsstoff, der wirklich erprobt, ertestet und bewiesen gut für die Haut ist. Ne? Also es glättet die Haut und es polstert, also polstert ist das falsche Wort. Es gibt der Haut halt Kraft und ist super, wenn du einfach älter wirst und deine Haut unterstützen willst. Jetzt habe ich irgendein cooles Retinol-Produkt gesucht. Und das hier habe ich gesehen, fand es ganz spannend. Isana Power Serum, Retinol und Bakuchiol Shot. Für jeden Hauttyp. Und Bakuchiol feiere ich auch sehr. Tatsächlich, und das sieht so aus. Schaut mal. Habe ich noch nie gesehen. Und kann man dann wohl, ich glaube, man muss es aufdrehen. Und dann kommt das da so rausgetropft. Und das kann man morgens und abends benutzen. Ich werde das mal ausprobieren. Finde ich super spannend. Pumpkopf des Spenders zum Entriegeln nach links drehen. Ein bis zwei Pumpstöße des Serums morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Augen aussparen. Super spannend. Ach so, und dann geht es hier so. Ich bin gespannt. Total cool. Und ich habe mich gefreut, weil Retinol ist auch echt nicht günstig. Ne? Ich habe da eine Weile gesucht. Und da war ich ganz froh, dass ich was von Isana gefunden habe. So. Und dann war ich beim Make-up. Ich glaube, das war es dann schon fast. So, Make-up. Einmal habe ich gesehen, Alterra hat eine Limited Edition. Ich weiß, dass viele da mal dran vorbeigehen und es ist hier irgendwie auch gar nicht so viel auf YouTube vertreten, so Limited Editions von Naturkosmetikmarken. Ich muss aber sagen, dass ich Alterra ganz cool finde. Also ich habe schon ein paar Produkte. Hier ist noch ein Kleber drauf. Und ich glaube, ich fand noch keins richtig doof. Ja, also auch in der letzten All Eyes on You oder so, weiß ich gar nicht, Limited Edition, habe ich auch die Palette und finde die ziemlich gut. Also weiß ich nicht, viele scheuen sich davor oder sagen auch, obwohl es Naturkosmetik ist oder so. Aber ich würde das gar nicht so sagen, obwohl. Und jetzt haben die nämlich also ich würde nicht sagen, obwohl es Naturkosmetik ist, weil Naturkosmetik ist auch Kosmetik. So, fertig, aus. Und jetzt haben sie eine Limited Edition, habe ich gesehen, Carrot Cake. Und da gab es diesen Blush. Also Carrot Cake, seht ihr da? Also Möhrenkuchen, Karottenkuchen. Und der Blush sah so süß aus. Schaut mal. Finde ich so niedlich. Und dann habe ich den, da war ein Tester, habe ich kurz geswatcht und fand das ganz schön. Und jetzt dachte ich, weil ich bin ja jetzt heute eh nicht groß, ich habe ja eh nicht groß was drauf. Wir probieren den einfach mal aus. Ich finde den echt schön. Also der Farbton gefällt mir. Ich gehe hier mal rein. Ja, kommt schon gut was. Direkt aufs Gesicht. Ja, kommt. Oh, der. Huch! Oh Gott! Ja. Oh, doch, der. Huha! Ich mache ein bisschen was auf die Hand. Hier seht ihr es auch. Obwohl ich jetzt schon im Gesicht war. Ja, der macht was. Oh, das ist ein schöner Ton. Ich mag das. Tatsächlich. Das gefällt mir gut. Ich mache jetzt nur die eine Seite. Ihr seht gleich warum. Aber der gefällt mir gut. Der ist auch. Ich habe das Gefühl, der mattiert so ein bisschen. Ne? Der ist jetzt über dem Highlighter, den ich drauf hatte. Aber irgendwie ist der so warm und wohlig, warm, gemütlich, weich. Der gefällt mir gut. Den habe ich mitgenommen. Also schaut mal bei euch vorbei. Ich finde, da gab es noch mehr Sachen. Nagelpflege, Öl, Lippenpflege, irgendwas. Es war ziemlich viel ausverkauft, aber der war noch da. Und ich glaube, eine Palette gab es auch. Kann das sein? Aber die war auch schon ausverkauft. So. Und dann war ich bei Rival de Loop und da gibt es ja diese Cosmical Moods Kollektion und da habe ich auch zugeschlagen. Erstmal die Palette, eigentlich wäre ich dran vorbeigegangen, weil ich immer denke, ich habe genug Paletten und passt schon, ne? Es ist irgendwie auch immer ähnlich. Und dann habe ich das Video von Hani gesehen, Hani's Dies und Das Kanal und da hat sie die Palette ausprobiert und dann dachte ich so, wow. Und
Nur deshalb, Honey, habe ich diese Palette jetzt mitgenommen. Als ich wieder davor stand, dachte ich, ja. Aber nee, die hat mir echt gut gefallen in Hannis Video. So sieht sie aus. Ist wieder so eine 9er Palette, müssen es immer sein, ne? Ja. Also eine klassische Cosmical Mood. Und wenn ihr die aufmacht, pow, schaut mal. Es sind eigentlich echt krasse so Candy-Farben. Aber die haben echt gut performt bei Honey. Und es ist nicht leicht, so ein Gelb, das ist, also ein Gelb zu schaffen, das gut performt. Das Lila war ziemlich krass. Also das werde ich mal ausprobieren. Machen wir das jetzt auch? Ich schau mal. So, passt auf. Das ist die Palette. Ach nee, ich swatch sie euch einfach mal. Machen wir es so, okay? Boah, schaut mal einmal rein. Krass. Okay, das ist dieser Venus Highlighter. Mars, das ist so eine Grundfarbe, ne? So zum Setten des Auges. Und Jupiter, das ist das Gelb. Schaut mal. Dann haben wir. Oh. Okay, der ist sehr krümelig glitzerig. Oh ja, seht ihr das? Das ist so ein Topper. Okay. Dann gehen wir hier rein und da rein. Und es sind so unterschiedliche Farben. Und die knallen aber so. Das finde ich echt krass. Also, das ist so ein Glitzertopper. Seht ihr, das sind einzelne Artikel, Partikel. Das ist das ein Duochrom? Nee. Sun, okay. Und bam. Schaut euch das mal an. Was für eine Farbintensität. Milky Way, also die Milchstraße. Sehr cool. Alles dabei, ne? So von ganz leicht zu extrem Glitzer und extrem Farbe. Also finde ich ziemlich umfangreich, diese Palette. Ja, und hier der Lila ist auch wieder. Das sind richtige Krümel. Also, boah. Okay, dann haben wir. Hier waren wir. Galaxy. Ja, Galaxy. Den mag ich auch gern. Ah, der sieht ein bisschen schwach aus, oder? Starlight. Okay. Und. Ohoho. Ja, das sind die Glitzerpartikel. Seht ihr? Ja, seht ihr. Ja, da seht ihr nicht viel oben. Stardust. Na, das passt, ne? Oha. Sieht krass. Also, ich finde die total spannend, obwohl sie wirklich bunt ist. Ich finde es mega spannend. Guckt euch das mal an. Hier auch. Das sieht schon fast flüssig aus. Bis auf den Riesenkrümel hier. Boah. Sehr cool. Bin ich total gespannt drauf. Vielleicht mache ich da doch mal was mit. Obwohl es nur so eine kleine Palette ist. Aber sie ist ja aktuell, ne? Die würde ja vielleicht ein paar Leute interessieren, weil es sie noch zu kaufen gibt. Wow. Ich glaube, das mache ich mal. Schreibt es mal unten rein, ob ihr damit ein Schminky sehen wollt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde die irgendwie total krass. So ein kleines, unscheinbares Ding. Und passend dazu. Noch was Kleines, Unscheinbares. Es gibt einen Blush-Stick, auch von derselben Cosmical Mood-Reihe. So sieht der aus. Ich habe hier die Farbe. Ach, gibt es nur eine Farbe? Ich weiß gar nicht. Steht jetzt keine Farbe drauf. Ja, da gab es auch einen Test davon. Und ich dachte so, guckst du mal rein. Ja, Farbe sieht ganz cool aus. Probierst du mal. Ist bestimmt so ein bisschen glossy und so. Und habe den auf meine Hand gemacht und war baff und habe ihn mir sofort eingepackt. Na, jetzt muss ich nämlich erstmal die erste Schicht wegmachen. Guckt mal bitte. Wie krass. Das ist wie Farbe. Das ist wie. Ich finde das total krass. Also, ich mache mal kurz die andere Hand. Ich bin hier komplett eingesaut, ne? Dass ihr live dabei seid. Ich gehe hier einmal. Seht, ja, guckt mal. Das ist wie Farbe. Das ist nicht ein Schimmer oder ein bisschen Blush, sondern als ob ich mir da rosa eine Farbe drauf mache. Und dann habe ich gemerkt, es lässt sich super verblenden. Schaut euch das mal an, wie schön. Und dann habe ich ihn sofort eingepackt. Ich hätte es nicht erwartet, wirklich nicht. Und jetzt dachte ich mir, es ist halt richtig Farbe drauf, ne? Probiere ich den auf der anderen Seite aus. Passt auf, ich nehme einen anderen Pinsel, nicht, dass wir hier irgendwas verfälschen. Hätte ich mir vorher überlegen können mit ihm. Frisch, ne? Also der ist noch krasser. Können wir fast noch mehr auftragen. Obwohl, nee, wisst ihr was? In Live ist der ganz schön krass. Und ganz schön pink. Okay. Finde ich auch total schön. Sind beides totale Frühlingsfarben. Ich mache jetzt mal so, irgendwie sieht es im Schatten. Ja, sieht man es mehr, ne? Das ist eher so ein peachiges,
frisches, unschuldiges Rouge Blush. Und das ist so ein richtiges frühlingsrosa Blumen, ja, blühende Blüte. Und Frühlingsrosa. Finde ich beide total schön. Bin ich voll. Also, jetzt habe ich mir heute mal eben zwei Blushes gekauft. Das war nicht geplant. Aber ich finde es total cool. Was sagt ihr dazu? Guck mal, der hier ist sogar noch weiter vorne. Dann könnte ich hier noch. Seht ihr das? Das ist wie Farbe, die ich mir auftrage. Aber es lässt sich so gut verblenden. Ich bin voll begeistert. Also, wenn ihr den irgendwie mal seht, ne, diesen. Quatsch, Criminal. Cosmical Mood Blush Stick. Wenn ihr den noch in der Theke seht, probiert den mal aus. Und wenn der euch auch so gefällt, nehmt ihn mit. Ich finde den richtig toll. Richtig coole Sache. Ja, das habe ich mir noch geholt. Sehr schön. Und ich bin immer noch gerade baff. Und dann gab es noch eine Limited Edition von Riva Loves Me. Und zwar ist es dieses Kisses and Confetti. Und die war leider so gut wie ausverkauft. Es gab noch den, die das, der, die das Highlighter. Das ist hier so ein Herz, ein rotes Herz. Da ist ein Highlighter drin. Der ist ziemlich genau wie der aus der Maxim-Kollektion Holy Grails. Ne? Der sieht ziemlich genau aus. Maxim hat auch gesagt, dass er ziemlich nah dran ist. Also ich glaube, ein bisschen kühler ist der, aber ist schon ziemlich nah dran. Heißt, wenn ihr den habt von den Holy Grails, von der Holy Grails Limited Edition, ist das okay. Dann seid nicht traurig, dass ihr den jetzt verpasst habt. Oder andersrum, wenn ihr den von Maxim verpasst habt, holt euch den von jetzt. Kisses and Confetti heißt die Kollektion. Und ich habe dann noch die mitgenommen, tatsächlich. Das sind Fingertattoos. Ich finde es irgendwie so cool, frag mich nicht. Also ich finde es irgendwie mega cool. Das ist hier so ein Ring quasi, Ringtattoo kannst du machen. Oder dieses, ne, das finde ich mega. Hier so ein Sch drauf. Ich finde das irgendwie total. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hole ich mir da noch mehr von, wenn die gut funktionieren und gut halten. Ich finde es irgendwie mal was ganz anderes. So ein Fingertattoo hier, dass du das auf den. Das sagt ihr dazu? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es mich gecatcht. Und dann gab es noch eine Palette. Und ich hätte die gern gehabt. Einfach, weil das eine Palette ist. Auf die ihr immer zurückgreifen könnt. Ich blende euch diese hier mal ein. Da sind richtig krasse Farben drin. Ich habe bunte Paletten, ich habe bunte Farben. Ich habe auch von Riva Loves Me eine sehr bunte Palette, die Loud and Proud Palette. Zeige ich die mal kurz. Die ist super bunt, da sind alle Farben dabei. Und da könnt ihr, wenn ihr Farben braucht, geht ihr hier rein und findet sie. Ne? Ist alles da. Richtig toll. Aber die hatte so richtige Neonfarben. Die aus der Kisses and Confetti Kollektion. Das sind richtig krasse Neonfarben. Ich habe es dann auch vor Ort ausprobiert und dachte so, boah. Also die strahlen richtig. Es ist richtig gut. Und es gab nur noch den Tester da. Und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht gefragt habe, ob ich den Tester haben kann. Vielleicht für günstiger. Weil die hat auch so nur, ich glaube, 5,99 kostet die. Wenn ihr die irgendwo seht, schaut euch das mal an, swatcht euch das. Das ist der Hammer, was für eine Farbintensität die hatte. Ich hätte mir vielleicht den Tester holen sollen, fragen, ob es überhaupt geht. Ich weiß nicht, ob die das machen. Der sah auch noch gut aus. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Gut, aber habe ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Kaugummis habe ich mir noch geholt. Habe ich euch die schon gezeigt? Die habe ich auch noch. Und das war's. Mein kleiner Haul. Ja, mehr ist es nicht geworden. Hat aber auch gereicht. Wie gesagt, noch eine Kleinigkeit als Überraschung. Seht ihr bald als Tauschpaket. Ja, und die zwei Blushes, also sind eigentlich meine Highlights, obwohl. Das auch mega, ne? Also, und jetzt kommt der Frühling, Leute. Und wenn ihr euch echt euren normalen Augenlook macht, so ganz unauffällig, und dann einfach hier so ein Pop-of-Color in den Augeninnenwinkel oder so, es ist unglaublich schön. Ich finde es richtig cool und einfach der Spaß daran, sich auszutoben, bunte Farben zu benutzen. Es muss ja nicht immer gleich komplett bunt sein, sondern nur so ein kleiner. Finde ich sehr cool. Das war mein kleiner Einkauf. Was sagt ihr? Also wirklich. Wenn ihr ihn irgendwo seht, hin da. Und sonst erzählt mir mal, was ihr gerade an Limited Editions entdeckt habt für euch und total begeistert seid. Das würde mich auch mal interessieren. Dann gucke ich nochmal so ein bisschen rum. Ich möchte das jetzt wieder öfter machen. Ich war so viel beschäftigt, dass ich so selten in irgendwelchen Drogerien einfach rumgeschlawenzelt bin und geguckt habe. Möchte ich jetzt wieder mehr machen. Ich bin total begeistert von den Blushes, weil man das hier echt wenig sieht gerade. Und die Farben. Ach oh, hier seht ihr es. Krass. Gut. Also, ich hoffe, euch geht's gut. Ganz liebe Grüße von mir an euch. Danke fürs Zuschauen und lasst euch nicht ärgern.